Ich habe Rapunzels Turm aus Lebkuchengebäck bastelt. Quasi Lebkuchenhaus im Hardcore-Modus mit Märchenmesher. Um den Lebkuchen rund zu bekommen, hatte ich die fantastomatische Idee, den Teig um Alufolie zu wickeln und dann direkt so auszubacken. Jo, das, was aus dem Ofen kam, sah aus wie aus dem Arsch. Gut, das hat super geklappt. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar habe ich dann einfach runde Lebkuchenkekse gebacken und ein bisschen hochgestapelt. Dann mit tonnenweise Zuckerguss den Turm verputzen und mit Fondant und essbarem Glitzer haufenweise Shishi dran klatschen, bis der Bums dann fertig ist.